Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorfans-Effekt-Folge, wieder mit super spannenden Themen über die aktuellen Blizzard Games. Und wir starten natürlich mit Diablo 3. Diablo 3 läuft ja gerade die sechste Season. Wir sind im Patch 2.4.1. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt natürlich jede Menge Klassenguides, Klassenbuilds dazu, Farmbuilds, wie ihr am effektivsten an neues Gear kommt, an die Items kommt. Und natürlich gibt es auch das erste Mal jetzt mittlerweile einen Season 6 Guide. Also hier geht es speziell um die Quests, welche erfüllt werden müssen, um zum Beispiel die Beutetruhe zu erhalten. Als kleine Erinnerung, ihr könnt ja jede Season ein zusätzliches Beutefach für eure Beutetruhe freispielen. Da müsst ihr schon relativ weit in die Season eintauchen. Aber anschließend habt ihr dann mehr Platz, um eure Schätze zu bunkern, um eure Sets und so weiter einzulegen bzw. aufzubewahren. Also noch ein kleiner Hinweis, es wird von Season zu Season, von Patch zu Patch werden ja auch immer wieder Setteile und Items angepasst. Ich sag's immer wieder, aber ich möchte es auch an dieser Stelle nochmal sagen. Grüne Items werden immer rückwirkend geändert, bedeutet also Setgegenstände und andere Sachen zahlt es sich immer aus, wenn diese gut gerollt sind, aufzubewahren. Denn wenn jetzt vielleicht das Set in diesem Patch nicht so gut ist, es könnte im nächsten Patch gebufft werden und dann habt ihr es schon und müsst es nicht neu farmen. Das gilt eben generell für grüne Items. Alle anderen Legendaries müssen in der Regel neu gefarmt werden, außer sie befinden sich in Kanais Würfel, da werden die meisten mit upgedatet. Ist jetzt natürlich schwer für die ganzen hunderten Legendaries in Diablo das so pauschal zu sagen, aber man kann sich eben merken, grün behalten, alles andere könnt ihr dissen, denn das grüne Items könnten wieder gut werden. So, jetzt switchen wir mal zu einem anderen Spiel, was jetzt richtig, richtig stark entkommen ist. Wir reden natürlich von Legion. Legion ist die neueste World of Warcraft-Erweiterung, wird uns Ende August beglücken. Es wurde jetzt die Alpha geclosed, das ist jetzt die offizielle Beta vor wenigen Tagen gestartet. Bedeutet also, es gibt jede Menge neue Invites. Ihr seht es auch im Hintergrund, es gibt schon eigene Realms. Es wurde ja alles aus der Alpha resettet. Bedeutet also, wenn jemand einen Alpha-Zugang hatte, er hatte sich dort einen 110er Char hochgespielt, dies wurde alles gelöscht. Jetzt mit der Beta wird alles neu aufgerollt und deswegen kommen hier auch noch immer tägliche Updates, um das ein oder andere zu verfeinern. Aber es geht mal in die Richtung Fertigstellung des neuen WoW-Addons. Es wird auch mittlerweile mal Zeit, dass hier auch wirklich was weitergeht, denn es sind sehr, sehr viele Spieler schon richtig gespannt darauf, hier endlich zuschlagen zu können. Auch immer ein ganz gutes Zeichen ist, wenn es neue Loadscreens gibt. Ihr seht gerade im Hintergrund einen. Ich habe mir einen Premade-Char erstellt. Premade bedeutet also, es gibt nicht nur Level Realms, also wo ihr wirklich von der aktuellen Warlords of Draenor Höchststufe weiterleveln könnt, also wie es dann praktisch im Addon machen wird. Es gibt auch einen PvP-Server. Auf diesem PvP-Server kann man sich maximal gelevelte Charaktere erstellen. Ihr seht es im Hintergrund, ich habe mir einen Dämonenjäger gemacht, ist ja auch die neue Klasse hier mit der Erweiterung. Dieser besitzt auch bereits schon die Artefaktwaffen, das heißt also so jetzt mal, um das prinzipiell zu testen, um mal hier auf die Talente zu schauen. Es sind hier sogar schon die 110er Talente frei. Aber aktuell eben nur für den Dämonenjäger und es ist das neue PvP-System frei bzw. zum Testen mit diesem Prestige, wo man praktisch für jeden PvP-Kill, für jeden Arena-Win kriegt man eben Ehre und damit wird jetzt ein separates System gelevelt. Wir haben echt jetzt keine Ahnung, gefühlt ein Jahrzehnt drauf gewartet. Es ist endlich passiert, es wurde PvE und PvP getrennt und somit kriegt das Ganze natürlich eine ganz andere Tiefe, weil es auch ganz anders und wesentlich einfacher auch ist, das Ganze zu balancen, wenn es eben zwei getrennte Systeme sind. Denn früher war es immer das Problem, es wurde im PvP was geändert, das hat dann das PvE beeinflusst und umgekehrt. Aber ich hoffe mal, dass sich das Ganze mit Legion der Veränderung angehört, dass man dann hier wirklich sich mal auf das konzentrieren kann und das dementsprechend auch spielen kann. So, und jetzt last but not least noch der wichtigste Hinweis von allen: Overwatch kommt, Freunde. Wir haben sehr lange drauf gewartet, also ich nicht, ich hatte ja einen Beta-Zugang, ich war da ziemlich lucky, aber ihr habt sehr lange drauf gewartet. Am 24. Mai geht's jetzt los. Es wird zwar schon am 23. Mai ausgeliefert, aber was ich so gelesen habe, sollen die Server erst am 24. starten. Und hier jetzt die Überraschung:
Überraschung ist jetzt eigentlich keine richtige, wer den Stream verfolgt. Wir werden auch Overwatch spielen. Es wird im Overwatch Clan Schrägstich eine Community geben. Also wenn ihr hier noch Leute sucht, seid am Start, besonders am Anfang, 24., 25., 26., da werden wir mal eine richtig harte Overwatch Session einlegen, um eben den ein oder anderen Sieg abzufahren. Wenn ihr hier auch für Overwatch Guides wünscht zu den einzelnen Klassen, wie es zum Beispiel in Diablo oder World of Warcraft der Fall ist, dann lasst es mich wissen, schreibt es mir in den Kommentaren, welche Klasse ihr gern sehen möchtet. Die kann ich euch dann noch zu Anfang des Spiels weitergeben, damit ihr hier einen ganz guten Start in das wohl, ja, sagen wir wohl, eines der besten Blizzard-Spiele überhaupt. Gebt dem Spiel eine Chance, glaubt mir, es macht richtig, richtig viel Laune. Man kann auch leveln, man kann sich Transmogs anholen. Also ich denke, es wird einschlagen, es wird sehr, sehr viel Spaß machen. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere gern mal ein Ründchen mitspielen will. Wie schon gesagt, ihr kennt ja alles. Auf twitch.tv/jessivox läuft der Stream. Und es wird auch alles über den Stream einfach koordiniert. Bedeutet also, wie der Clan heißt, die Invites, machen wir alles über den Stream. Da geht es instant, ohne Verzögerung, ohne großes Tamtam. Schaut dort einfach vorbei, besonders in die ersten Tagen. Dort werden wir richtig loslegen mit Overwatch. War jetzt ein bisschen eine längere Folge. Ich hoffe, ich konnte euch bei den wichtigsten Blizzard-Spiele mal updaten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Ansonsten freut es mich, wenn ihr ein Like da lasst. Und wer es noch nicht getan hat, vergesst mir nicht, den Channel zu subscriben. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge.